Herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Leute. Heute in diesem kleinen Video geht es mal um die Wölfe. Falls euch dieses Video gefällt, dann lasst doch mal ein Abo da. Ihr verpasst automatisch keiner meiner Videos. Und sonst bis gleich. Ja, jeder kennt diese Situation. Man will einen Außenposten an die Boote der Gegner bauen und da fängt ein Wolf euren Dorfbewohner ab und stirbt fast dabei. Und ja, diese Plagegeister sind wirklich sehr, sehr nervig. Und wir klären mal, ab wann sie mal so aggro ziehen und wie stark sie in Wirklichkeit sind. So, ein Wolf hat 30 Lebenspunkte und 3 Angriff. Das heißt, ein Dorfbewohner mit 50 HP und 5 Angriff. Besiegt den Wolf ziemlich easy eigentlich. Wie man hier sieht, also was heißt easy? Der Dorfbewohner kriegt schon Schaden, aber hält sich in Grenzen. Auch gegen zwei Wölfe schafft ein Dorfbewohner sich zu verteidigen. Aber wenn man hier schon sieht, ist es ziemlich knapp. Und bei 3 ist es definitiv zu Ende. Also der Dorfbewohner hat gerade so überlebt in 5 HP. Aber ab wann ziehen denn die Wölfe aggro? Das ist eine gute Frage. Ich habe mal das Ganze mit Feldern bezogen. An einem Speer tut der Wolf gar nichts. Hauptsächlich greift der Dorfbewohner und Mönche gerne an. Das ist seine Hauptspeise anscheinend, die er gerne jagt. Wie man hier sieht, der Speer kann da rumreiten, es passiert nichts. Außer der Speer greift gezielt den Wolf an. Und gucken wir mal, ab wann ungefähr der Wolf aggro zieht. Ich habe das Ganze hier mal mit Häusern verziert. Also hier sind 3 Plätze, hier war der 4. Platz. Sozusagen, also 4 Plätze weg vom Wolf. Kästchen und 5 Kästchen sind es hier ungefähr. Das heißt, wir gehen mal hier zum 5. Kasten. Passiert nichts, wie man hier sieht. 1, 2, 3, 4, 5. Wo, wenn man den Wolf jetzt mitrechnet, sind es sogar 6 Plätze. Gehen wir mal noch einen Schritt näher. Gucken wir mal, was passiert. So, ab 5 Kästen fängt er an, den Dorfbewohner anzugreifen. Lustigerweise wehrt sich mein Dorfbewohner gerade nicht. Muss man extra wohl angreifen drücken. Ich wusste gar nicht, dass sie sich selber nicht verteidigen. Aber ja, ab 5 Kästen greift der Wolf einen an. So, das gleiche machen wir mal für den Monk auch. Hier sieht man wieder 6 Plätze weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kästchen weg vom Wolf. Und hier sollte mich der Wolf mit dem Monk auch wieder fokussieren. Wie man sieht, er fängt an zu laufen und greift den Monk an. Gerade wenn man nicht gerade die Ruß spielt und freut, wenn man Wölfe sieht, sind die Wölfe wirklich nervig. Darum, wenn man irgendwie Dorfbewohner oder Monks zu einer Stelle schickt, sollten Speer in der Nähe sein, dann können die einfach die Aggro sozusagen ziehen, ohne dass die Dorfbewohner angegriffen werden. Natürlich, wenn er jetzt aus der Reichweite läuft, dann bleibt der Wolf stehen und wenn der Dorfbewohner hier in der Nähe ist, dann wird wieder der Dorfbewohner angegriffen, das sollte man immer bedenken, aber so an sich, ein Speer in der Nähe eines Dorfbewohners sollte schon immer sein, um einfach diese nervigen Wölfe rauszufokussieren. Wenn man das Upgrade Textilien upgradet, mit dem Upgrade haben wir hier jetzt 25 HP mehr bekommen. Unser Dorfbewohner hat jetzt 75 HP, aber es wird trotzdem leider nicht ausreichen, um zum Beispiel in diesem Fall 3 Wölfe gleichzeitig zu bekämpfen. Einzeln wird es wahrscheinlich möglich sein, aber wenn alle 3 auf einen einkloppen, dann ist es leider nicht möglich, diese 3 Wölfe zu plätten mit einem Dorfbewohner. Aber es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. 2,5 Dorfbewohner schafft, 2,5 Wölfe schafft ein Dorfbewohner ungefähr. Es ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Also die Wölfe hier bei Age of Empires 4 sind zum Glück nicht so stark wie bei Age of Empires 2, weil normalerweise ein Dorfbewohner verliert gegen einen Wolf bei Age of Empires 2 mit den Textilien-Upgrade oder Webstuhl-Upgrade heißt das, glaube ich, da.
schafft er es dann. Hier sind die Wölfe zum Glück nicht so stark. Ich denke mal, da können wir ja froh sein. So, wenn euch dieses knackige, kurze Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da, Kommentar auch drunter schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, wir waren's, der Behead. Ciao.